Wir können uns das ein oder andere Video reinziehen. Ich habe drei Videos. Einmal Thema Impfpflicht, da gibt es irgendwas. Sarah Wagenknecht, keine Ahnung. Familie über alles von Sinan G. Und eine Dokumentation über Aliens, Digga. Einfach Aliens, Bruder. I like that. I like that. Passt zu mir, glaube ich. Jeder mit einer freien Meinung ist ein Alien, Digga. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal hier an der Stelle. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren. Sarah Wagenknecht, Corona-Impfpflicht durchgefallen, Ausrufezeichen. Die knallharte Abrechnung mit Karl Lauterbach, Digga. Es gibt Beef auch jetzt im Bundestag, ja? Nicht nur in der Deutschrap-Szene, sondern auch jetzt im Bundestag. Und das werden wir uns reinziehen. Wagenknecht versus Lauterbach, vielleicht auch ein Boxkampf? Let's go. Wagenknecht, wie haben Sie diesen heutigen Tag erlebt und was für Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Na, zunächst mal bin ich natürlich erleichtert, dass diese Anträge, vor allem eben auch der Antrag, der weitestgehende, der ja auch von Herrn Lauterbach unterstützt wurde, Impfpflicht ab 60 mit einer Klausel, die auch hätte bedeuten können, dass man sie auch auf ab 18 scharf stellt, dass das erstmal durchgefallen ist und zwar sehr deutlich durchgefallen ist. Darüber bin ich froh. Ich fand auch kein großes Problem, dass der Stark. Unionsantrag durchgefallen ist, weil ich finde, wir brauchen ihn nicht. Aber ich hoffe jetzt wirklich, dass alle begreifen, dass das ein totes Pferd ist, was sie dort reiten und sich jetzt endlich davon verabschieden. Nirgendwo auf dieser Welt wird noch über Impfpflicht diskutiert. Und wir in Deutschland schon, also. Ist gerade voll in meinem Kopf hängen geblieben. Tote Pferde kann man noch nicht reiten, oder? Sorry. Immer noch teilweise Maßnahmen in Kraft. Okay, da kann man vielleicht noch irgendwie damit leben, aber dass jetzt hier immer noch diese Debatte, die ja wirklich einen massiven Eingriff in die Selbstbestimmung und in die körperliche Unversehrtheit beinhaltet, dass wir immer noch diese Debatte führen, obwohl wir doch sehen, mit Omikron gibt es nur noch sehr, sehr wenig schwere Verläufe und der Impfstoff schützt auch gar nicht davor, dass man sich infiziert, auch dass man leicht krank wird, dass man andere infiziert. Also alle Argumente sind doch tot, die dafür gesprochen hätten, eine Impfstoff Pflicht Gut, jetzt einzuführen. sagen, die Impfpflichtbefürworter kann ja auch mal ganz anders kommen. Fühle ich, feiere ich, prägt mich. Peace. Omikron-Variante, Karl Lauterbach formuliert es, die könnte sich in die Lunge entwickeln, dann wird sie viel gefährlicher und dann gibt es wieder mehr Tote und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder Druck auf diese Debatte. Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenvorsitzende, hat vor gut einer halben Stunde vor diesem Mikrofon auf jeden Fall Gespräche nicht ausgeschlossen, dass man da unter Umständen doch nochmal einen neuen Anlauf Richtung einer irgendwie dann gearteten Impfpflicht auf Vorsorge oder auch. Die werden da nicht locker lassen, ne? Auch der Lauterbach nicht, glaube ich. Starten könnte. Ja, das ist meine Befürwortung. Also das ist meine Befürchtungen denn, man? Befürchtung, dass das passiert, nicht meine Befürwortung. Also ich meine, Herr Lauterbach ist ein Fanatiker in der Frage der Impfpflicht. Das merken wir und das ist ja auch spürbar bei anderen Themen. Er verrennt sich zwar immer häufiger, er blamiert sich immer häufiger, aber noch lässt der Bundeskanzler ihn laufen und Herr Lauterbach wird alles tun, um unbedingt irgendetwas von dieser Impfpflicht zu retten. Und ich hoffe sehr, dass sich die Union darauf nicht einlässt, weil es kann doch nicht wahr sein, dass hier immer noch ein Projekt irgendwie versucht wird voranzutreiben, für das es überhaupt keine medizinische Notwendigkeit gibt. Und ich muss sagen, diese Gruselstories. Im Herbst kommen die schlimmen Mutanten. Ja, das habe ich jetzt auch schon wieder gehört bei den ein oder anderen Berichten, dass sie jetzt schon wieder sagen, wir müssen vor der Welle sein diesmal und nicht hinter der Welle. Also wir müssen uns vorbereiten und das geht schon für mich in diese Richtung rein, so, ey. Die werden vielleicht sogar dieses Mal schon anfangen, vorher die Maßnahmen wieder richtig anzuziehen, bevor es überhaupt in die Richtung Herbst geht, weißt du? Deswegen Germany it out, man. Also erstens weiß das keiner. Wenn ich Herrn Streeck zuhöre oder Herrn Stöhr, und es sind ja viele andere Experten, die sagen, das ist sehr unwahrscheinlich. Aber selbst wenn die Gruselmutanten kommen, wissen wir doch gar nicht, ob die aktuellen Impfstoffe wirken, wie sehr sie überhaupt dann schützen. Ob eine Impfung, die man sich zum Beispiel jetzt im Herbst. Was haben wir jetzt? 2 Jahre, 3 Jahre, ne? Also wenn es jetzt nochmal das gleiche, wenn es das gleiche Spiel wird wie letztes Jahr und das Jahr davor, ne? So. Dann wird es wahrscheinlich auch für die nächsten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre so sein. Und dann, Bro, dann, Bro, ist traurig. Hat geben lassen, nächstes Jahr im Herbst überhaupt noch über irgendeine Wirkung hat. Das ist Aber dann alles lassen wir mal offen. spekulieren, Frau Wagenknecht. Wenn jetzt tatsächlich eine schlimme Variante kommen würde und es Impfstoffe geben würde, die bewiesenermaßen dagegen gelten würden, was würden Sie denn dann sagen? Würden Sie dann sagen, ja, vielleicht dann doch eine Impfpflicht?
Na, ich glaube, wenn eine schlimme Variante kommt und wir haben solide und sichere Impfstoffe, dann werden sehr viele Menschen, so wie es ja jetzt auch schon ist, sich freiwillig impfen lassen. Weil man möchte ja nicht sein Leben riskieren, man möchte sich ja nicht gefährden. Ich meine, wir müssen ja auch sehen, wir haben ja eine relativ hohe Impfquote in Deutschland. Und wir haben jetzt nach der Omikron-Welle wahrscheinlich fast niemanden mehr, der nicht mit dem Virus schon Kontakt hatte. Also am Anfang wurde ja immer gesagt, das Schlimme und Gefährliche sei, dass es ein neues Virus ist. Und da ist ja sicherlich auch etwas dran gewesen, aber für viele Menschen ist es kein neues Virus mehr, weil die meisten jetzt quasi den Lebendimpfstoff, nämlich Omikron, schon hinter sich haben. Und deswegen muss ich sagen, es gibt wirklich keine Notwendigkeit. Und wir müssen ja auch sehen, diese Impfstoffe, die jetzt so massenhaft verimpft werden, es gibt immer mehr Meldungen dazu, dass es Nebenwirkungen gibt, dass es Impfschäden gibt. Es sind immer noch relativ neuartige Impfstoffe, die noch nicht die endgültige Zulassung haben. Da sollte man schon sehr vorsichtig sein, wenn man dann Menschen zu etwas zwingen möchte. Also ich finde, das ist nicht verhältnismäßig. Frau Wagenknecht, hat sich der Bundeskanzler verzockt oder ist einfach das Momentum verloren gegangen? Ich habe ja den Eindruck, hätte man im Dezember abstimmen können, wäre der Prozess schon so weit vorangeschritten, dann hätte das Ergebnis ganz anders ausgesehen, als es heute dann aussieht. Ja, die Frage ist nur... Ja, aber ist es dann gut oder was? Nur weil jetzt alle in Panik und Angst sind im Dezember und dann mehrere Leute vielleicht dafür gestimmt hätten, so wäre das dann nice oder was? So. Es ist so... das hat schon seine Gründe, weißt du so? Ich habe das im letzten Video auch schon gesagt. Ich fände es schön, wenn von Anfang an ein vernünftiges Gremium aus Menschen und Virologen, Ärzten, aus allen Lagern, also mit allen Meinungen und auch, dass dann alle Studien einbezogen werden und dass am Ende des Tages dann im Wohl, also wenn das Wohl des Bürgers im Vordergrund steht und demnach dann Entscheidungen getroffen werden und nicht der eine wird ausgeblendet, man hört nur auf den anderen, das, was der sagt, ist so, der ist Verschwörungstheorie, der ist dies, der ist das, der ist so, der ist so. Durch diese ganze Verwirrung und so, ist mittlerweile, die meisten Leute wissen gar nicht mehr, wo sie stehen. Besser gewesen wäre oder nicht. Ich meine, es gibt ja eine Berufsgruppe, die Leidtragende dessen ist, dass man im Dezember abgestimmt hat. Das sind die Einrichtungsbezogenen, also die Pflegekräfte, alle, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen arbeiten. Für die gilt ja die Impfpflicht immer noch. Und Tufan, ich küsse dein Herz, mach's gut. Darüber muss auch dringend geredet werden. Warum eigentlich? Warum gibt es für diese Menschen eine Impfpflicht, obwohl die Impfung gar nicht davor schützt, dass sie andere anstecken? Also der ganze Sinn einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht würde ja nur dann irgendwie plausibel sein, wenn man dann andere nicht mehr anstecken und gefährden kann. Das ist nicht der Fall. Also Sie sagen, die Koalition muss das jetzt zurückziehen, diese einrichtungsbezogene. Ja, also es war offensichtlich ein Fehler, in der Stimmung von November, Dezember solche Entscheidungen zu fällen. Es ist gut, dass die allgemeine Impfpflicht damals nicht abgestimmt wurde. Und jetzt sollte man langsam sich mal zurücklehnen, gucken. Die meisten Länder heben die Maßnahmen auf. Die meisten Länder behandeln Corona, zumindest in der aktuellen Variante, wie eine Grippe. Und da wurde auch nie über Impfpflichten diskutiert. Und wenn wirklich etwas kommt, was wir jetzt nicht vorhersehen, dann muss man die Lage neu bewerten. Aber wahrscheinlich braucht man dann auch andere Impfstoffe. Also eine Impfpflicht auf Vorrat ist meines Erachtens weder verfassungsgemäß noch irgendwie zu rechtfertigen. Die wollen einfach nur ihr Money machen. Die wollen einfach nur ihr Money machen. Impfstoffe wurden schon produziert und jetzt alle durchimpfen. Müssen ja schön Geld machen. Also ich würde sagen, also meiner Meinung nach, ich würde vorschlagen, einfach die aktuelle Regierung komplett feuern und Neuwahlen, oder? Aber auch da muss ich sagen, wer weiß, ob wir danach besser dran sind, weißt du? Am Ende ist dann die AfD an der Macht, Digga. Also, wir gucken, wie es weitergeht. Wir versuchen, positiv zu bleiben. Innen drin, zumindest so für uns selber. Was soll ich dir sagen? Genießt erstmal die paar Monate auf jeden Fall. Genießt erstmal die paar Monate, wo ihr ein bisschen frei seid. Jetzt haben wir auch keine Masken mehr. Voll schön, oder? Ich gehe teilweise einfach nur in den Laden rein, stehe da 5 Minuten einfach, um das zu genießen, dass ich ohne Maske in den Laden reingehen kann. So. Voll nice. Deswegen genießt erstmal die Zeit jetzt noch und dann ab Herbst einfach ab nach Mexiko, Freunde. Oder nicht?